Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Planerschablonen selber mache. Nicht ganz zeigen, aber ich will euch mal mein Material zeigen und wie ich das noch ein bisschen aufbessere. Also hier habe ich schon gesehen, brauche ich unbedingt mal Plastikhüllen, wo ich das draufkleben kann. So, es gibt zwei verschiedene Varianten, die ich ausprobiert habe. Das hier ist schon sehr flexibel. Das sind diese Registerseiten, die man in die A4-Ordner tun kann. Das muss man sich ein bisschen zurechtschneiden, wenn man das wie ich mit der Silhouette schneidet. Und dann gibt es hier diese Mylar-Folie. Die ist stabiler, auch ein bisschen dicker. Braucht man aber echt ein scharfes Silhouette-Messer. Oder man hat halt Formen, die man auch gut mit dem Schneidemesser ausschneiden kann. Das funktioniert ganz gut. Ich habe es mit der Silhouette geschnitten, weil ich auch ganz viele Dateien dafür habe. Es ging natürlich mit diesen Registerblättern, die auch total günstig sind, also gegenüber der Mylar-Folie. Recht einfach. Und ja, ich habe mir hier so einen Filmstreifen gemacht. Mit der Mylar-Folie und habe den eingesprüht mit Sprühkleber, der wieder ablösbar ist. Gibt es auch im Action, also gibt es auch günstiger. Ich glaube, den habe ich bei Amazon bestellt, aber ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass ich den vom Action habe. Aber ich glaube, der war nicht da, als ich vor Ort war. Also, man sprüht einfach die Rückseite damit ein, schön großflächig, am besten auf dem Balkon. Da muss man warten, bis es so ein bisschen angetrocknet ist. Und dann kann man das so machen. Keine Angst, wenn ihr das jetzt hier drauf klebt. Mal hier ein bisschen Platz lassen. Der Vorteil ist, ihr könnt jetzt viel besser zeichnen oder malen, je nachdem. Und es verrutscht nichts. Boah, Moment. So. So, jetzt könnt ihr das schön auch zackig ausmalen, ohne dass etwas verrutscht. Jetzt trotzdem mal ein bisschen fest, aber muss man nicht. Huch, jetzt bin ich abgerutscht. So. Also ihr seht, man kann echt zackig hier in die Ecken, nichts verrutscht. So. Kann man halt mit ganz vielen Formen machen. Also ich habe noch vor, mir so Vierecke auf eine Schablone zu machen, Hexagons, Kreise, in den Größen, in denen ich sie halt oft brauche für den Planer. So, jetzt machen wir das hier außen noch. Und dann kann man das hier ganz einfach, ohne dass es zu stark klebt, wieder abziehen. Und ja, muss dann frei handzeichnen. Ihr seht, wie schnell ich jetzt war. Alles andere hätte vielleicht sehr viel länger gedauert. Wie gesagt, es klebt richtig gut. Was man unbedingt machen sollte, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich habe auch, dadurch, dass ich mein Snap-Pap gemalt habe, mir die auch so ein bisschen, ja, total verdrückt, nicht ein bisschen. Und die sollte man dann unbedingt, also nicht jetzt auf der Mylar-Folie, weil die ist zu teuer dazu, aber einfach sich ein Plastik suchen, vielleicht auch in einen Ordner tun, draufkleben. Vielleicht sind die Registerordner da besser, weil die farbig sind. Und dann könnte man sich die schön einheften. Also, wenn ihr eine Silhouette habt, kann ich das wirklich sehr empfehlen.
gibt unheimlich viele Vorlagen for free. Und wenn man bei der Silhouette kauft, also im Silhouette Store, da gibt es so oft günstige Angebote. Also ich habe meine Wunschliste mit 500 oder 600 Dateien. Und immer wenn mal Angebote sind, irgendwas günstig ist, schlage ich dann auch zu. Kann ich euch sehr empfehlen. Gibt es natürlich mit ganz vielen Formen. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist diese dünne Folie anzusprayen. Weil wenn man das nur so macht, ist es halt echt zu dünn. Da muss man ganz schön festhalten. Weil man ja, das sonst zu arg bewegt. Also die will ich auch noch kleben. Das ist ja auch fürs Mixed Media ganz gut, wenn man die so draufkleben kann, zum Holzfarben oder was auch immer so drüber machen kann und es dann einfach wieder so abziehen kann. Ja, das war's mal wieder von mir. Und das nächste Mal seht ihr mich bestimmt wieder mit einem Plan with Me oder mit der Monatsübersicht. Bis dann. Tschüss.